Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, es geht uns jetzt etwas besser. So, den nehmen wir mit, der bringt uns Glück. Wow, es geht uns besser. Außerdem haben wir Durst. Bestimmt morgens. Keinen morgendlichen Durst haben wir. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht hilft das Salzwasser uns ja dabei, dass wir uns besser an die ganze Nahrung und so gewöhnen. Besser für den Metabolismus. Da haben wir so einen Blödsinn da gebaut. Jetzt haben wir echt nur noch zwei. Gibt's auch gar nicht. Zwei nur noch. Ja. Ach. Diesen komischen Wall da gebaut aus, was weiß ich, aus 8 von diesen Dingern oder so. Das ist gut. Dann mal rein damit. Ein Generationswechsel steht bevor. Dann werden wir Nähen wahrscheinlich verlassen. Also Nähen wird wahrscheinlich dann als Greisin noch da sein, aber... mehr wahrscheinlich dann auch nicht. Wo sind denn die Otter? Ich glaube, ganz in der Nähe. Das können wir, glaube ich, dann nachher dahin tragen. Ich hätte aber ganz gerne ein anderes Werkzeug. Basalt wäre gut. So ein Basalt-Chopper wäre klasse. So übersichtlich ist es hier am Strand ja nun auch wieder nicht. Normale Steine wieder nur. Oder? Haben wir noch gar nicht ausprobiert, ob wir den Meteoriten verändern können irgendwo mit? Aber ich glaube nein.
Eigentlich, ja, das mit den Meteoriten ist schon witzig. Aber eigentlich bräuchten wir dieses Ding, das wir da jetzt gebaut haben. Wie heißt das eigentlich? Das heißt Spachtel. Ja, so ein Spachtel, den könnten wir viel besser gebrauchen unterwegs. Was ist das denn eigentlich? Eine Muschel? Ach, die haben wir ja noch gar nicht probiert. Wie die schmeckt. Haben wir eigentlich schon Obsidian mit Obsidian verändert? Ich glaube ja. Ich bin mir ziemlich sicher sogar. Warum wird es denn zur Mittagszeit so kalt hier? Ach so, es fängt an zu regnen. Aha, schlagen. Ein Spachtel aus Obsidian kann Muscheln verändern. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, ein Spachtel aus Obsidian. Freude, Freude. Und das? Na, das ist nicht so interessant. Ja doch. Oh, gruselig. Eine Muschel. Neue Nahrung entdeckt. Geöffnete Muschel. Essen. Essen? Willst du? Ach was, das war's? Dafür den ganzen Aufstand? Na komm, das machen wir aber nochmal. Wir haben schon eine. Aha, der Meteorit kann auch eine Muschel verändern. Nochmal Muschel essen? Oh, hoppla. Ja, der ist gut. Den mag ich auch. Schlürf. Oh, da müssen wir schon eine Suppe oder was draus machen. Mehr können wir nicht stapeln davon. Doch. Ja, wir können ja nicht nur Muscheln essen, oder? Schon mal so einen Stapel für später hier zusammenbasteln. Ja, das reicht erstmal. Ja, das reicht. Manchmal sind wir irgendwie schneller als sonst. Können weiter springen. Oder ich meine das Ganze nur so. Oh.
Moment mal. Hatten wir hier nicht irgendwie so einen Stockhaufen? Ich dachte, wir hätten hier einen Stockhaufen. Oh, da ist er wohl weg. Hat uns irgendwer geklaut, die Otter bestimmt. Die wissen bestimmt ganz genau, was wir damit vorhaben. Letzte. Ach so, brauchen wir ja nicht mehr zu starten. Oh, doch, da können wir ja noch mehr holen. Habe ich ganz übersehen, dass hier auch noch einer ist. So ein Busch. Ja, da wird man aber ganz schön unvorsichtig hier am Strand. Merke ich gerade. Unsere Nen guckt sich ja noch immer um. Ich kümmere mich schon gar nicht mehr um irgendwelche Feinde gerade. Fallen lassen. Und stapeln. Das geht jetzt mit wie vielen so weiter? Ich weiß nicht, viele. Es wird ein Mammutprojekt. Otter jagen. Wir müssen auch unsere Angst vor Ottern überwinden. Ich wusste gar nicht, dass Otter so gefährlich sind. Ich hatte die immer für... Naja, niedlich auch nicht unbedingt, aber... haben die ein Fell oder was haben die? Nein, Otter haben Federn. Oh, okay. Also kein Fell. Schuppen vielleicht. Es ist glaube ich, so ein Fell, wo kein Wasser durchkommt, oder? Also putzig, irgendwie putzig. Otter fand ich putzig und ich hätte nicht gedacht, dass die so gefährlich sind. Sie sind nicht so gefährlich wie ein Säbelzahntiger. Bis jetzt haben sie uns immer nur was gebrochen. Also sie sind vielleicht vergleichbar mit Riesenwarzenschweinen oder Riesenwildschweinen. Hier. Die bringen uns ja auch nicht sofort zum Bluten, aber können uns die Knochen brechen.
die haben so einen kleinen Kopf, die Otter. Ich dachte, wir hauen da einmal drauf. Mit unseren Meteoriten und unseren Super-Duper-Kräften. Und dann ist der Kopf platt. Scheinbar haben wir nicht richtig getroffen. Ja, Otterköpfe. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Weil die Köpfe so klein sind, trifft man sie gar nicht erst. Also hier kann man aber auch schön bauen mit dem ganzen Holz. Also wenn wir bauen demnächst, wollen wir mit Sicherheit auch noch bauen skillen oder bauen lernen vielmehr. Unsere Neuronen, unsere Bauneuronen wollen wir ein bisschen fördern. Also da sollten wir auch hier zum Strand bei dem ganzen trockenen Holz. Aber da brauchen wir schon unsere Leute dafür. Wir müssen denen das beibringen, wie gebaut wird. Das können die doch bestimmt auch lernen. Wenn sie uns immer fleißig zugucken. Sollen wir die ganze Nacht durcharbeiten jetzt? Naja, ein bisschen was können wir noch machen. Oh, doch nicht? Arbeitsverweigerung? Moment, so. Ja, und jetzt brauchen wir unser Werkzeug. Den brauchen wir aber gleich noch, später. Also wir werden nicht alle Stücke anspitzen. Wir werden ein paar anspitzen, aber ich möchte auch mal so einen stumpfen Stock ausprobieren. Moment. Fällt mir nämlich gerade ein, dann sollten wir das gar nicht hier machen. Die anspitzen, dann sollten wir das gleich in der Nähe machen. Sonst müssen wir gleich so weit rennen. Hier sind die Waffen. Schnuppert schon mal dran. Das wird das Letzte sein, was ihr zu riechen bekommt. Vielleicht können wir ja tatsächlich noch etwas arbeiten. Aber so langsam sollten wir uns auch in Richtung Camp begeben. Sind die alle gleich abgehauen? Feiges Pack. Haben wir was gelernt dadurch? Den brauchen wir doch hier. Oh.
Sind das alles Otter? Das sind mehr als 5 Otter, oder? Ja, aber wir brauchen nur einen zu treffen, dann hauen die alle ab. Das spricht sich rum. Bei denen. Vorsicht, der hat einen Stock. Mensch mit Stock. Immer wieder das Gleiche. Wir können auch besser greifen jetzt, habe ich den Eindruck, oder? Meine ich das nur? Früher so Sachen, die so nah nebeneinander lagen, da konnten wir gar nichts greifen. Ja, die Motorik hat sich gebessert schon. Wird vielleicht sogar noch besser. Und dann können wir irgendwann anfangen zu häkeln. Ach hier, mit unserem Spachtel können wir bestimmt auch mal auf so einen Otter draufhauen. Soll heißen, ich glaube, wir lassen den Spachtel mal hier liegen. Das wird schon wieder Tag. Jetzt haben wir doch die ganze Nacht durchgemacht. Ja. Naja, die stumpfen Stöcke, die können wir uns auch selber dann nochmal machen. Ich schlage vor, wir machen jetzt doch noch ein paar. Jetzt sind wir gerade mal so schön dabei. Oh. Dann gehen wir tagsüber ein bisschen schlafen. Wird es da nicht sehr kalt hier? Nur wenn es regnet. Frische Meerluft, Meeresluft hier. Das reicht. Wo ist... da. Ach so. Genau. Etwas ganz anderes. Ich möchte jetzt nämlich nicht so gerne so weit weg, aber die Sachen, die bleiben ja da, oder? Das eine ist nur nicht da geblieben, weil
das noch nicht bearbeitet war, hoffe ich. Was ist das hier? Jo. Tragen. Und fallen lassen. Muss es doch irgendwo so eine Bettpflanze geben. Da ist doch eine. Können wir den mal hier liegen lassen? Oh, ja gut. Dann schlafen wir. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt gesund, bleibt munter und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.